Hallöchen, meine lieben Freunde, der Toffer ist wieder da mit der dritten Folge von Staffel 2 Prison Architect. Wir haben doch 65 Zellen. Hatte ich ja letztes Mal anscheinend nur nicht richtig geguckt oder es wurde noch nachträglich aktualisiert. Was ja auch nicht so schlimm ist jetzt. Aufgefallen ist mir auch, dass mir hier noch eine kleine Mauer fehlt. Denn auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Die kann gebaut werden. Hier kann ich mir die Blaupausenmarkierung wieder wegmachen. Der Spaß kann weg. Der Spaß hier kann alles weg. Der Spaß kann weg. Und das wird ja gleich auch abgebaut, zugebaut hier. Was mich sehr freut. Zuerst hätte ich jetzt aber gerne einmal die Versorgung. Mir ist es nämlich für mich etwas sehr dunkel hier drin. Deswegen versuchen wir mal hier etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Nehmen wir mal hier rüber. Und ziehen hier durch die Wand Strom. Und nach hier hinten auch noch. Dann kriegen wir gleich Strom. So, Materialien. Können wir jetzt hier draußen nochmal fertig bauen. Hier ist der Bereich für die Metalldetektoren später. Genau wie hier. Nur dass hier jetzt noch wobei, das muss ich eigentlich nicht ziehen hier in der Planung. Das kann auch wieder weg eigentlich. Denn hier wird ja die Mauer dann nachher gezogen für den Kochbereich. Der, genau, hier wird kochen. Oh, jetzt kann der wieder nicht Materialien abreißen. Das hier bitte. Sonst könnte ich das Kabel hier gleich nicht legen. Und das wäre mies, mies, mies. Warum die Ka. Oh, guck mal hier. Er hier ist Einrichtungen, Personaltür. Also sich selbst rausgebaut, der Gute. Wieso keine verfügbare Route? Ihr könnt hier durchgehen. Verstehe das nicht. Das ist die Stromversorgung. Dann machen wir gleich mal die Wasserversorgung. Legen wir hier durch. Legen wir hier entlang. Legen wir hier entlang. Bis hier. Und dann legen wir sie nochmal hier in der Mitte her. Bis nach oben. Oh, ich sehe gerade den Baufehler, den ich entdeckt hatte. Egal, okay. Passt schon. Und dann bekommen die Zellen auch noch einen Wasseranschluss. Ja, jetzt sehe ich hier eindeutig den Fehler in meinem Tun. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn wir das jetzt so lassen. Kleiner Schönheitsfehler. Ein klitzekleiner Schönheitsfehler. Kann man nichts machen.
gucken wir, was wir hier gleich alles abtransportieren können. Die letzten Leitungen gezogen. Hier noch ein paar Mal Leitung ziehen. Guck mal, hier haben wir schon Strom. Versorgung, wieso haben wir hier keinen Strom? Weil die Kabel fehlen. Hier fehlt auch ein Kabel. Materialien abreißen solltest du das ja auch. Und jetzt kann man da auch das elektrische Kabel verlegen. Das hatte ich euch doch eigentlich gesagt, dass ihr das zerlegen sollt. Demontieren, demontieren. Das sieht nämlich ein bisschen falsch aus, was sie da gebaut haben. So, jetzt nochmal Einrichtungen, Personaltüren. Eine hier rein, eine da rein. So, und kann ich jetzt in der Stationierung endlich sagen... Ja, endlich geht's. Super. Nur für Personal. Nur für Personal. Nur für Personal. Nur für Personal, nur für Personal. Alles nur für Personal. Na, kann ich auch direkt... Das hier und das hier auch noch markieren. Super gut. So, Strom ist da. Wieso ist hier noch kein Wasser? Habe ich hier eine kleine Leitung vergessen? Ja, anscheinend. So, dann geht das auch. Materialien abreißen. So. Nächster Schritt, der getätigt werden muss, ist die Einrichtung der Kantine. Dazu definieren wir erstmal den Raum der Kantine. Der befindet sich hier. Und dann können wir die Einrichtung dazu setzen. Das sind Bänke. Das sind Tische. Und das sind Serviertische. Schönes Buffet in der Mitte, so ein Rundbuffet, wo sie mal rund gehen können. Machen sie sowieso nicht. Das wird nachher nicht im geringsten so aussehen. Aber man kann ja immer noch hoffen... Man kann ja immer noch hoffen und sich vorstellen, als wäre es so. Das sieht soweit echt gut aus. Hier kommt die Einrichtung... Ich sehe sowieso, dass mich das hier so stört, dass ich wieder einen nach unten ziehe. Ich merke das jetzt schon.
Aber nicht jetzt. Aber wenn ich jetzt, wann dann, ne? Eigentlich müsste man hier mal etwas abreißen. Das gefällt mir nämlich so nicht. Komm, wenn wir hier was richtig machen, dann auch wirklich richtig. Dann bauen wir das Ganze nochmal kurz per Hand auf. Einrichtungen demontieren. Ja, der Toffer. Der alte Perfektionist. Können wir auch die Räume hier mal kurz einmal wegmachen. Und dann die Mauer neu ziehen. Und zwar dahin, wo sie auch hingehören. Und hier oben Abreiß. Katsching. Sieht schon viel, viel besser aus, wie ich finde. So, und jetzt können wir gerne die Betten noch wieder hier reinsetzen. Können wir auch gerne die Toiletten wieder einsetzen. Und dann können wir auch gerne die Gefängnistüren wieder einsetzen. Und nicht vergessen die Bücherregale. Fünf. Versorgung. Und dann haben wir auch wieder die Zellen fertig. 66 jetzt sogar. Wo ist denn die? Wo kommen denn jetzt die eine Zelle aus dem Nichts her? Man weiß es nicht. 66 Zellen. Tschack. Weg. Gut. Hier wird jetzt fertig gebaut. Fundament. Planieren. Dann werden wir das schon mal etwas los. Da kommen die Leute auch schon angedackelt. Ich bin gerade ein bisschen still, ich überlege gerade, wie ich den ganzen Spaß hier durchplanen soll. Hier draußen kommt unser Hof hin, der zugegebenerweise etwas OP ist. Hier kommen kleine Toiletten rein für die Leute. Mit kleinen Türen davor. Damit die bei ihrem kleinen großen Geschäft auch nicht gestört werden. Können wir die beiden noch abreißen? In der Versorgung können wir hier Toiletten so anschließen. Wird es einigermaßen schön. Dann kommt die Einrichtung, große Gefängnistüren. Hier kommen große Gefängnistüren hin. Hier oben leider nur eine kleine Gefängnistür. Das passt leider nicht anders. Hier kommt eine große Gefängnistür hin. Hier kommt eine große, hier kommt eine große, hier kommt eine große. Ich denke, hier brauchen wir jetzt keine Gefängnistür. Denke ich einfach mal.
Kantine ist eingerichtet. Kommen wir mal zur Dusche. Dann können wir hier einen Duschraum erstellen. Wenn wir dabei sind, können wir den Hof auch direkt definieren. Haben wir das auch fertig? Die Einrichtung der Dusche. Da habe ich jetzt nicht fertig geplant gehabt anscheinend. Denn hier wusste ich jetzt noch nicht, wie ich... kann man das so machen? Ja, guck mal, das passt sogar super, so wie man das überlegt hatte. Gut, dann Materialien. Die Betonmauern. Ja, das soll alles auch ein bisschen nach was aussehen. Ein Stück weit auch schick sein. Dann hätte ich gerne die Duschköpfe. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Die Abflüsse. Sieht ganz gut aus, wie ich finde. Dann brauchen wir drin noch Licht. Es geht nicht ganz auf. Ihr seht hier mit dem Abstand hier ein. Aber es ist halbwegs gut. Dann brauchen wir für die Versorgung Wasser. Das klauen wir uns dann mal von. Von hier unten, denke ich. Beziehungsweise kommen hier. Wollen wir mal nicht geizen und legen extra neue Leitungen dafür. Dann können wir den Krankentrakt... was habe ich denn hier alles schon jetzt? Die Wachhunde kann ich auch erforschen. Die Rüstkammer kann ich erforschen. Steuern sparen. Scheiß auf Steuern sparen. Ich bitte euch. So, Einrichtungen. Erstmal Räume. Baumschule, Wanderungsraum, Baumschule, Krankenstation, Einrichtung, Krankenbetten, incoming. Man könnte hier viel mehr rausholen, das weiß ich natürlich. Aber es soll hier auch so ein Stück weit schön aussehen. Und auch ein bisschen was, bisschen das Gefühl rüberbringen, als, wenn man hier irgendwie richtig, wisst ihr? So, Licht haben wir auch. So, der Gemeinschaftsraum kommt hier oben rein. Nicht die Putzkammer. Die Putzkammer kann eigentlich mal... Ja, jetzt haben wir den Raum hier weggemacht. Wobei, die Putzkammer können wir mal hier reintun. Mit den Materialien nochmal hier eine Wand hinzimmern. Und einer normalen... Nehmen wir mal eine Gefängnistür. Hier kommt der... Bin ich gerade unschlüssig. Packe ich hier den Gruppenraum hin und hier den Arbeitsraum?
Ich mache hier den Gruppenraum hin. Und hier die Wäscherei. Finde ich eigentlich, ist eine gute Sache. Dann können wir hier eine Wand mit Waschmaschinen aufstellen. Kann ich Waschmaschinen nicht drehen, ist ja doof. Vier Waschmaschinen. Und Bügelbretter. Noch die Wäschekörbe jetzt in die Mitte. Dann die Versorgung noch einmal legen. Wir brauchen ja mal Strom. Und dann brauchen wir auch noch Wasser, genau. Wasser brauchen wir auch. Dann legen wir mal die fette Wasserleitung hier runter. Und legen hier kleine Rohre rüber. Und im nächsten Part werden wir dann auch den Gruppenraum fertig machen, werden uns an die Küche setzen und den ersten Zellenblock beziehbar machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Part, danke und tschüsschen!